Hallöchen, da sind wir in einer weiteren Folge Wooden City. Wir sind vollzählig, wie eh und je. Und jetzt mache ich doch gerade eine kleine Regel für unser Haus. Hallo Leute. Hallo. Warte, ich mache es vielleicht gerade am gerade vor. Du machst doch gerade professionell. CHX. Aber nur im Haus, hä? Also von außen darf ich darauf zugreifen. So. Andi, das ist für dich. Hey Andi, du musst noch nicht die Kiste abbauen und dann nicht mehr still sortieren. Und da der Andi, du kannst schön meine Kiste sortieren. Haha. Danke Andi. Du bist ein Schatz. Ich weiß. Fabio! Ich würde es genau berechnen, dass ich genau ja. Da, das ist noch dein Schild. Ich lege es auf die Brücke. So, als jeder ein Schild kriegt, als kann jeder seine Hausfriedensordnung schreiben. Ich glaube, ich mache das eben anders. Ich mache jetzt mal ein anderes Schild. Okay, nein, ich mache es. Okay. Scheiße. Höchstwahrscheinlich werde ich. Ich lege das mal in die Kiste. Und Leute, dann nachher mal schauen, wie ich es mache. Wenn der meine Ding zeigen. Nein, ich muss dich durch die Kiste ausschießen, nachher komme ich. Ja. Safe the world. Nein, ich kann im Moment nicht, ich bin gerade hier gross am. Okay. Im grossen Stil. Im grossen Stil, genau. Also, jetzt gibt es, glaube ich, eine kleine Katze. Ich kann eigentlich denen zeigen, wie man ins Geheimgang reinkommt, aber. Das du weißt schon, wie man in deine komische Leiter reinkommt. Das ist keine Leiter, das war ein temporärer Ausgang. Boah, verschluck dich nicht, hä? Nein, Spaß. Oh, die Musik ist ein bisschen laut, aber egal. Also, das gibt es einen Cut und wir sehen uns in unserer geheimen, geilen Basis wieder. Bye! So, da sind wir wieder in der geilen Unterwasser. Unterwasser? Da schau mal. Brennen Keller ist normal, wie es immer. Anfangs Keller, der verdammt nicht. Mir kannst du mit so Fläden müssen und so. Hey, Fledermäuse, du musst nicht gerade weglaufen. Du musst einfach... Laufen vor allem. Laufen. Wegfliegen, Digga. Seine Fledermäuse laufen. Ja, ich weiß, meine sind geil. Hier, der Dach ist schön, also der kleine Raum ist schön mit Lava ausgelüftet. Also das ist jetzt nur... Scheiße, jetzt wollte ich vergessen, was ich sagen. Das ist so eine kleine... So ein kleiner unterirdischer Bahnhof. Da geht es in eine Richtung mit dem Minecraft später, da und da. Es gibt, du weißt schon, dass du, wenn du irgendwo Minecraft-Strecke willst machen, darfst du alles easy selber farmen. Easy, easy. Aber für das gibt es unser Let's Play. Folge 80 kennst du schon. Ich habe gedacht, wenn wir mal Bahnhof irgendwie machen, machen wir es da unten rein und kaufen vom Lakus, dann hat es noch mega viel Platz. Nein, das ist einfach nur mies. Mein Privater. Du bist ein scheiß Ego. Halt die Schnauze. Ich weiß nicht. Es ist wahr, es ist so. Wenn ich mache auch etwas anderes, aber nicht im grossen Stil. Ja, aber nicht den eigenen Bahnhof, den eigenen Keller. Es ist kein Bahnhof. Also, jo. Es ist ein Bahnhof. Es ist kein Bahnhof. Es ist eine Art Vereinfachung, dass man kann in den verschiedenen unterirdischen Stationen sich befinden kann. Das ist ein Bahnhof, Brennan. Nein, ist nicht. Ein Bahnhof ist... Höchstens ein Mini-Metro. Das gebe ich zu, ein Mini-Metro. Wo fährst du mit an? Das Lagerhaus und zurück. Nein. Eben dort... Yes, eben dort halt so der kleine... So der verschiedenen Strecken halt, so der verschiedenen Räume, wo ich unterirdisch dann mache. Aber das ist ganz... ein grosses Mammutprojekt. Aber vielleicht können die anderen auch helfen. Wenn die anderen helfen, dann ist es sicherlich halt auch öffentlich. Wir könnten so machen, so die ganze Stadt für Katakomben und so eigentlich unten dran. Also ja, einfach so die ganze Stadt quasi unterkellern. Wieso habe ich das geplant mit dem scheiß Unterwasserkellern? Alle, ja. Nicht alle drinnen. Also ob jetzt, ich glaube jetzt... Ich kann noch ein bisschen XP fahren. Ich glaube, ich muss jetzt überlegen, was ich hier weiterbauen soll.
Aber das müsst ihr Zuschauer nicht wissen. Ich mache gerade wieder eine Kartine, bis ich fertig überlegt habe. Zack, okay, jetzt. Ich habe wieder überlegt. Und genau 9 Steilblöcke offscreen abgebaut. Entschuldigung. Blenden! Okay! Hate-Kommentar! Halt die Schnauze! Also, ihr müsst wahrscheinlich. Mach ich da so. Alter! Okay. Mach ich da so. Ein Minecraft-Stack rein, der dann einfach nach oben geht. Zuerst halt. What the fuck? OP-Bogenschütze! Scheiße! Hm? Alter! Der hat Rückstoß und. Feuer drauf gehabt. Alter! Was burn to a crisp? Jo, stell's auf Deutsch, wenn du a crisp is fighting zombie. Wow! Scheiße, Fabio, deine Brücke ist ein bisschen in die Luft geflogen. Ja, scheißegal. Oh, ich kannst du selber zusammenbauen. Ich muss jetzt meinen Staff holen. Wo ist das Viech? Komm zu mir, auf die anderen Inseln über. Oder andere Landstrich. Ja, auf der anderen Landstrich. Warte! Ich muss mich beeilen, damit ich meinen Staff wieder bekomme. Also, wenn ich denke, dass dann das immer eine Stadt ist und dann geht es so runter und dann ist immer ein ganz geiler Raum. Wo? Oh, der goldige ist? Der Hauptraum ist dann. Dann machen wir es. Alter! Was? Also, das ist jetzt eine kleine Baufolge. Alles down. Gut. Alter, schafft das oder schafft das nicht? Ich muss da gerade eine Spinne mit einem Holzblock verkloppen. Eisen gefunden und ich mache es 3 breit, weil es einfach. Andi, kannst du meinen Stuff schnell einsammeln? Ach, schön aussieht. Ich bin schon durchgeladen, warte. Ja, danke. Bitte. Nein, nicht du. Bitte. Nicht du. Bitte. Bei dir will niemand etwas. Danke. Alter, bitte. Der scheiß Skelett. Also, ich bin schon durch deinen Stuff gelatscht. Oh. Viel Spaß beim. Viel Spaß beim Sortieren. Mach es gerade so. Andi, viel Spaß beim Sortieren. Ja, ich habe verdammte 20 Level gehabt. Schiebe. Skype im Hintergrund. Blum. Also, heute in. Kohle ist auch dir, das ist dir. Also, heute in der Erfolg. Irgendetwas hast du falsch gemacht, Andi. Was? Was? Leather Tunic, ja, das stimmt. Ich kann eigentlich ein bisschen überreden, aber. Leather-Zeug ist nicht meins. Alter, der Fabio redet einfach drin. Ist doch egal. Dann behalte ich es halt und durch den Kiste du jetzt noch laden und ein paar Drinks. Da. Das laden wir immer mit. Kann ich schnell abfahren, aber ist gut. Mach du das? Also, wir wollten eigentlich heute in dieser Folge haben wir ein bisschen über 1.1 diskutieren. Hammer. Also zuerst wenn wir mal ein Vorab ankündigen. Wir wollen so eine. Wir machen eine 100%ige Minecraft-Update-Vorstellung. Irgendetwas. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Minecraft-Update. New Future-Vorstellung. Und ich habe Diamanten gefunden. Ganz einfach random Schiss. Aber Brand ist gut, Diamanten machen wir immer in Gemeinschaftskisten. Alles machen wir immer in Gemeinschaftskisten. Wir sind das ja, zum Beispiel auch die 3 Unbreaking Diamantenschwarte, die du in deiner Ender Chest hast. Ich weiß. Okay. Bald ist eigentlich die WM. Wer schaut die WM so? Das sieht man nie Fußball. Fußball ist langweilig, finde ich, zum Schauen. Also ich finde jetzt, die WM ist doch, wie ihr hoffentlich alle wisst, in Brasilien dieses Jahr, 2014. Und zwei Jahre später ist das Olympische Spiel, ein Sommerspiel in Brasilien. Und ich denke jetzt so, boah, Brasilien ist nicht gerade so das stärkste Land. Also, da würde ich nicht, ich weiß nicht, hä? Was weißt du nicht? Scheiße, wo es gut. Wo geht es jetzt raus? Nein, ich weiß nicht, ob das gerade die beste Idee ist, alles. Brasilien. Wieso meinst du, wegen Ding? Meinst du finanziell mäßig? Ja, das vor allem, aber auch.
Postilie ist auch nicht... Das zahlt ja alles wie immer Organisation. Nein, nein, sicher nicht. Nicht? Nein. Du bist lustig, Andi, du bist lustig. Eigenes Land, Digga. Und ich meine es aus... ich meine aber so Stadionbausmeistern, oder? Nein, das zahlt alles Land. Okay. Oh, das ist scheiße, ich bin dumm, Alter. Boah, ich glaube, das wird dann eine Cut-Folge. Es ist mega langweilig, wenn ich... Nein, Spaß. Hä? Wie bin ich dumm? Wie bin ich rausgekommen? Reingekommen? Ich bin zwei Brandon, Minuten das gehört alles dazu, das musst du nicht rauscutten. Ich bin in einer Höhle gewesen, für zwei Minuten... Alter. Bin ich dumm? Das könnte sein. Ist nicht ausgeschlossen. Ist theoretisch möglich. Brandon suffocated in Lava. Also eine schöne Insider, wo ihr jetzt, glaube ich, keiner checkt. Aber wir können es erklären, nein, Spaß. Ich kann letztendlich wegen Brasilien. Also Brasilien ist ja nicht gerade auch demokratisch, nicht gerade das stärkste Land. Ja. Oder? Hast du von der GE-Vortrag gelernt? Nein, ich meine allgemein, weißt du, aus meiner Lebenserfahrung. Welche Lebenserfahrung, Brandon? Meine Lebenserfahrung von genau 15,5 Jahren. Also, sei still, Spaß. Das ist nicht so viel. Nein, du sagst, oh mein Gott, Andi, bist du auch noch dazugekommen? Alter, ich bin dumm! Alter, wie oft kommst du eigentlich noch drauf? Das müsste doch langsam klar sein. Das ist nichts Neues. Erzähl mal etwas Neues. Ich habe mich offiziell verlaufen in einer Höhle, wo ich... Nein. Bin ich dumm? Hä? Bin ich irgendwie runtergegangen? Leute. Aber du hast eine Map. Ja. Sogar mit Höhlenansicht. Und dann verirrt es trotzdem. Du fragst nicht, ich mach mal alles. Du bist so überfüllt. Da. Ach so. Einmal auf die Map geschaut und jetzt weiß ich es. Aber ich weiß nicht, wo die genau. Oh, es pisst. Ganz ehrlich, wir sind uns. Eisen erstens in der Kiste, anstatt sie irgendwie in den Ofen zu tun. Nein. Ganz ehrlich, wir sind uns wieder, wenn ich den Weg gefunden habe. Zack. Okay, da sind wir wieder. Ich kann. Nur die Farm. Du bist den ganzen Tag am Tell. Ich bin. Keine Ahnung. Ich habe den Weg wieder gefunden. Da. Aber wenigstens habe ich Diamanten gefunden, ey. Wie viel? Sechs Stück. Sechs Stück ist nicht schlecht, ne? Gut. Applaus. Und zum Glück haben wir jetzt alle einigermaßen gutes Schwert. Also ich nicht. Ich kann nicht mal schaffen. Du hast mir Sharpness 4 einfach nur gegen Zombies und Skelett und die anderen und Zombie-Pigments. Brandon, sag mir es so. Andi und ich haben OP Schwert und du hast OP Bogen. Ja, aber ich bin eigentlich mehr das Wort zwar als halt Nahkampf Grizzly. Ja. Pach. Haha. Also für einen Trade ist das gar nicht. Wäre ich immer auf. Weißt du? Aber können wir kein Bücherregal in deiner Kiste, Digga. Ich höre nicht. Ja, du. Okay. Und Sticky Pistons. Boah. Dann sind sie ja bitte. Das ist eine Schatzkammer dort. Wenn du etwas suchst, einfach dort in die Kiste schauen, das ist alles. Timer. Ja, aber... Stimmt jetzt aber nicht, wenn du die Katze drin hast. Ja, ich weiß. Ah, yes. Also, wegen Brasilien, die Busse sind einfach... Sie haben hier hier Favelas. Vielleicht wisst ihr. Vielleicht könnt ihr etwas mit dem Begriff machen. Haben sie ja... Favelas. Ah, ja. Sie haben Militär reingeschickt, ich weiß. Ja, haben sie Militär reingeschickt. Junge, vielleicht wisst ihr zu. Alter, ich habe einen geilen Bogen gefunden. Was? Oder nein, warte. Hey, fast kaputt. Ah, nein, egal. Ist nichts.
Vielleicht wissen die Zuschauer ja nicht, was Favelas sind. Also Favelas sind so, also nennt man arme Viertel von, Brasilien. Also haben sie einfach Militär reingeschickt. Zum dort die Arme vom Klau und so abzuhalten. Wegen Tourismus. Und ich finde auch, überall werden dann neue Arenen gebaut, extra für das. Und das Problem ist vor allem, die Stadien, die gebaut werden, die werden noch nicht benutzt. Ja, eben. Das habe ich gerade wollen. Die braucht niemand mehr. Aber was ich da jetzt gerade mache, das ist gerade ein temporärer Ausgang, wo der Fabio gerade angesprochen hat. Das ist bei mir gerade mega schlechte Qualität. Ja, bei mir auch. Okay, bei mir nicht, weil ich die jetzt aufnehme. Also das ist einfach der temporäre Ausgang, wo der Fabio schon angesprochen hat. Und dann können ihr alle mal hier ankommen, weil es scheisst mich an, immer wieder cutten müssen, wenn ich hier reingehe. Ich glaube, ich... Oh mein Gott. Ich zeige euch, wie man dort reinkommt. Aber halt, ich darf nur rein und mit meiner Erlaubnis. Ich bin gerade am Level. Ich bin am Level fahren, ich komme gerade nicht. Wähle unproduktive Spacko. Ich habe es in die Luft gesprengt. Okay. Ich muss den irgendwo drücken. Nein, ey, Fabio, komm schnell. Warte schon. In diesem Haus ist das. Aber blablabla. Darf ich jetzt das Schild abbauen? Oh, fuck, wieso geht das so schnell kaputt? Du hast Angst in der Hand, Digga. Ich bin nicht in deinem Haus gesehen. Es geht auch an deinem Haus. Fabio, komm jetzt. Also, in deinem Haus? Was ist wieder gegangen? Egal, komm. Komm, lass es. Jo. Lass es, komm. Fabio! Jo, komm. Ich bin unterwegs. Also, das erste Mal. Ihr könnt erst in mein Haus rein, wenn ich... ein Block abbauen, das heißt, ohne mich kommt keine einen geilen Keller. Einfach nur, dass es klar ist. Andi, verstanden? Oh! Andi, verstanden? Lass mich nicht mehr rein. Andi, verstanden? Ja, ist gut. Du hast gerade etwas kaputt gemacht. Jetzt ist es wirklich ab. Fabio, verstanden? Ich glaube, dein Brustpanzer ist kaputt, yeah. Andi. Fabio, verstanden? Ja, yeah. Gut. Also, das erste Mal. Andi, gib mir geschwind Angst. Ich darf es abbauen? Nein. Das, was Fabio angesprochen hat, das ist ein temporärer Ausgang. Keine gute Zeit. Gib mir meine Axt. So, jetzt. Der Eingang. Scheiße. Spitzhacke, ich brauche Spitzhacke, yay. Andi, du gehst raus. Boah, was bist du eigentlich? Ein Mächtel der Holt. Bin ich. Gut. Also. Und der Eingang ist genau da. Kein weiteren Block abbauen. Sondern schaut mir alle mal zu. Andi, vor allem du. Du musst immer etwas bezahlen. Erst dann geht die Tür auf. Das heisst. Haha. Und dann. Lol, das ist geil gemacht. Und dann wird es extra stärker, weil wenn du da bist, kannst du den Block wieder ansetzen. Wenn du kein anderer ist und dann kannst du abspringen. Yay! Yeah! Und dann bist du. Und dann kannst du. Mach das. Ich hab offiziell. Wie willst du rauskommen? Wie willst du rauskommen, wenn der Block despawned ist auf der Druckplatte? Wegen dem der temporäre Abgang, Ausgang von der Chest. Darf ich den Block schnell abbauen, ja. Zu meinen Gumpen? Ja. Nein, aber du musst etwas bezahlen. Ja, genau. Ich habe bezahlt. Ah! So. Lol. Nein, ey, mein Tierschwert hat nicht gesehen. Ich will dir gib's mir wieder. Bane of Atropodos 4 und Looting. Wie siehst du deine beide drin? So, und jetzt? Du hast einfach. Ah, das ist. Hätte ein paar Angst, bevor ich. Oh nein, das ist eh schon abhalten. So. Du bist ein bisschen unnötig. Wieso? Also mein Keller wird ganz anders wie dein, gell? Das ist halt nicht mal der Anfang. Du sollst, bevor du den Keller machst, sollst du lieber irgendwie mal dein Dach fertig machen. Ja, mach ich dann schon. Achso, das jo, ist einfach... Jo, okay, dann war es für heute.
Lernt eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, abonnieren. Der Teaser! Abonnieren, geht überstudieren und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nimmst du gerade wieder mit.